Ja, 14.15 Uhr kriegten wir die Nachricht, dass auf der B6 in Graue zu einem Unfall gekommen ist, wo zwei Personen im Auto getötet worden sind, leider. Nach dem jetzigen Stand ist das Fahrzeug, das sind Personen gewesen aus Norden und die waren auf dem Weg in Richtung Hannover und Zeugen haben noch bemerkt, wie das Fahrzeug in Schlingern geraten ist, dann nach links durch den Gegenverkehr auf die andere Seite gefahren, in den Straßenseitenraum gekommen ist und dann bums frontal gegen den Baum geprallt ist. Nach dem Aufprall dann die Böschung hier runter in auf den Acker dann gerutscht oder gerollt sind sozusagen. Der Aufprall muss so heftig gewesen sein, dass nach dem Stand, wie wir jetzt haben, beide sofort tot gewesen sind. Ja, so eine Unfallstelle, auch wenn das Fahrzeug nicht auf der Straße ist, ist natürlich eine Angelegenheit, die ganz lange dauert, die wir auch lange sperren müssen, weil alle möglichen Spuren, so wie man das von einem Tatort kennt, aufgenommen werden müssen. Also die Bundesstraße haben wir gesperrt und auch über die Straßenmeisterei eine überörtliche Umleitung einstellen lassen, sodass man in Ruhe Aufnahmen machen kann, Spuren auswerten kann, Fotoaufnahmen machen kann, Fahrzeug bergen, alles, was dazugehört.